So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier im Pokémon Center der schwarzen Stadt von Pokémon Schwarz. Wo wiederum im Pokémon Weiß das Pokémon Center des Weißen Waldes gewesen wäre. Ja, ja, so ist es. Hier in Pokémon Schwarz existiert die schwarze Stadt, während wiederum im Pokémon Weiß der Weiße Wald existiert. Und genau hier? Ja, genau hier an der Stelle wäre dann in Pokémon Schwarz 2 das schwarze Hochhaus. Und ja, ich weiß nicht so ganz, was würde da eigentlich in Weiß 2 herumstehen? Es gibt so viele Sachen, die ich unheimlich gern hätte. Und einen Kampf gegen dein Pokémon-Team möchte ich auch bestreiten. Ja, auch so eine Sache. Es stehen hier einfach wildfremde Leute herum, die einfach einen Kampf gegen einen bestreiten wollen. Mit ziemlich unterschiedlich starken Pokémon. Tja, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Naja, ich sag dazu jetzt einfach nur nochmal. Ich will Geld einsammeln, Geld einsammeln und noch vernünftig viele Items einzukaufen, um dann die Pokémon-Liga zu machen. Am liebsten würde ich ja sowieso auch noch gegen Cynthia kämpfen. Aber wie schon gesagt, Poké-Dollar regieren die Einer-Region. Geld regiert die Welt. So ist es seit jeher schon gewesen. Da kann man nun wirklich tun, was man will. Doch ohne Geld kommen wir leider nicht weiter. Oder wir müssen halt ein bisschen weiter mit den Leveln voranschreiten. Aber irgendwann, da muss da auch mal das Ganze hier mal ein Ende finden. Gott. Tja, aber jetzt will ich mich doch noch mal ein bisschen mehr hier umschauen. Da hätten wir jetzt noch einen weiteren Trainer. Hier hätten wir noch ein paar Häuser. Recht modern, versteht sich. In dieser Stadt gibt es alles, was das Herz begehrt. Einfach nur herrlich. Im letzten Part haben wir übrigens auch noch den letzten der sechs Weisen gefunden. Und der internationalen Polizei ausgeliefert. Und außerdem ist hier die schwarze Stadt übrigens auch die modernste Stadt. Was? Du bist aber verwöhnt. Kinder wollen immer neues Spielzeug. Was? Ah, du willst also noch mehr Spielzeug. Wie jetzt? Dieses Spielzeug mag ich nicht mehr. Ich will ein anderes. Eines, das Spaß macht. Verwöhnte Görn. Also ernsthaft? Einfach mal abschalten und die Natur genießen, tut mir leid, aber das ist mir definitiv zu langweilig. Ein Leben auf dem Lande? Etwas unpraktisch, aber dafür eine Wohltat für Körper und Geist. So, was für ein Gebäude ist das hier? Hallo, willkommen. Kann ich helfen? Was ist das denn jetzt für ein komisches Kaufhaus? Wow, so teuer wie das alles ist, müssen die das ja echt tolle Dinge sein. Also, ich hätte dann gern dies und das und das. Was ist hier bloß los? Hallo, willkommen. Kann ich helfen? Also etwas Praktischeres hätte ich hier noch nie gesehen. Und jeder will hier natürlich ja kämpfen, wie es ihm beliebt.
Aber naja, einen Reihumkampf hatte ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Sehr interessante Pokémon. Flambirex, erledige mal alle bitte gleich. Einfach kein Problem. Klar, Geofissur. Auch natürlich eine K.O.-Technik, die eigentlich ja auch nicht so funktionieren soll. Und jetzt haben wir auch leider kein Pokémon mit einem Münzamulett ausgerüstet. Tja, Backpacker Life auch besiegt. Auch wieder mal viel zu wenig Geld gekriegt. Ich möchte nach und nach in höhere Position aufsteigen, um irgendwann das ganz große Geld zu verdienen. Das wäre jetzt nun wirklich hier schön. Mit Geld kann man in dieser Stadt alles kaufen, was man begehrt. Außer die wahre Liebe. Die ist unkäuflich. Hey, komm, wir machen jetzt einen Reihumkampf. Ich sollte es wirklich langsam mal lassen, immer alles sofort anzuklicken. Okay, Chuck Norris. Legen wir mal los. Verdammt nochmal, sollte ich jetzt mit Echnatoll kämpfen? Nein. Und schon wieder ein Sandsturm. Verdammt nochmal, Karippas ist ja nicht geheilt. So ein Mist wieder mal. Ist das jetzt hier euer Ernst? Morbitess hat mit gerade mal einem KP wieder überlebt. Also einige Pokémon der fünften Generation sind wirklich äußerst widerständig. Widerstandsfähig gegen die einzelnen Attacken
des Protagonisten. Ich glaube aber trotzdem, wir sollten vielleicht gleich mal unsere Trainingsreise abbrechen. Ja, wir sollten wirklich so langsam mal sicher unsere Trainingsreise abbrechen. Die Höhle der Schule, sag auch, hinter uns lassen. Also, damit meine ich natürlich nicht in Angriff nehmen. Jetzt vielleicht wirklich noch gegen Game Freak Morimoto kämpfen. Im Game Freak Gebäude von Stratos City. Und ja, dann wollen wir doch mal sehen. Wollen wir dann doch mal sehen, wie es dann so im nächsten Part weitergehen kann. Was mich jetzt natürlich ein bisschen hier verwundert hat, ist die Tatsache, dass Belle jetzt hier nicht antreffbar ist. Sie hatte doch eigentlich gesagt, dass sie zur schwarzen Stadt hin will. Komisch, jetzt sind wir hier auf Route 15. Aber wisst ihr was, Route 15? Du kannst mich mal. Du kannst mich mal, du kannst mich mal ab nach Stratos City. So, aber dann als nächstes müssen wir auch erstmal kurz mal wieder sehen. Wo stand jetzt hier genau das Game Freak-Gebäude? So, und ich denke mal, wir können jetzt erstmal Flammenbirex mal wieder an erste Stelle packen. Bisspark. Dir geben wir erstmal, sobald wir es wieder mal haben, das Münzamulett. Und wisst ihr was? Bisspark, du kommst mal an erste Stelle. So. Es war jetzt nun wirklich alles ein bisschen übereilt. Ach so, jetzt mal sehen, Stratos Street. Pier des Luxusschiffs. Keine Ahnung, war es in der Mitte gewesen? Irgendwo hier befand sich das Game Freak-Gebäude. Okay, hier wie es aussieht, nicht. Ne, so weit außen lag es nun wirklich nicht. Nein, hier in dieser hintersten Gasse befand es sich nicht. Oder war es hier? Nein, das ist die Kampf-AG. Ob sich da jetzt eigentlich noch was getan hat? Gute Frage, nächste Frage. War das das Game Freak-Gebäude? Ja, Game Freak. Hier im 23. Stock. Ich hab's mal nachgeguckt. Sofern es wirklich hier war. 21. Stockwerk. Ja, man hat sich hier ein bisschen vertan. So, warst du jetzt Morimoto? Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten als Pokédex zu finden. Sehr löblich. Wenn ich daran einiges Angst habe, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Ich bin ein Relaxo. Hui, du bist richtig stark geworden, das sieht man gleich. Willst du mit mir ein Kämpfchen wagen? Also gut, dann mal los. Okay, gegen den Spieler wollten wir noch kämpfen. Ja, Morimoto. Altes Haus. Wieder einmal ein ganz spezieller Fight.
Allerdings sind wir leveltechnisch auch mal wieder ein bisschen im Nachteil, aber hey. Aber hey, seine Pokémon sind meistens ja sowieso nicht so stark wie Cynthias. Und egal in welcher Generation und in welcher Region, Cynthia ist und bleibt natürlich eine Klasse für sich. Und zu Recht kann man sagen, von allen Generationen her, ist Cynthia einfach der stärkste Champ. Es gibt wirklich überhaupt keinen anderen Trainer in den Pokémon, in der Pokémon-Spiele-Geschichte, die es mit ihr aufleveln. Jetzt wollte ich schon aufleveln sagen. Die es mit ihr aufnehmen kann. Ernsthaft. Mir würde kein anderer Champ einfallen, der so stark wie sie ist. Und ich habe jetzt gerade mal wieder ein Signal verloren. Wollte, wie es aussieht, Morimoto jetzt nicht hören. Dass Cynthia trotz allem stärker als er ist. Also gut. Was war das jetzt? Zebritz an der Wand. Welches Pokémon schicken wir gleich mal außer Rand und Band? Es war trotz allem offensiv. So, Echnatoll, sei mal wieder defensiv. Und bitte, kassiere keine Paralyse. Ja klar, setzt du einfach Verfolgung ein. Was für eine miese Taktik. Ach, trotz allem. Ich muss einen meiner Hypertränke opfern. Oh, wie ist das wieder mal schmerzlich. Aber er hat wenigstens schon mal eine Top-Genesung eingesetzt. Er hat Rückstoßschaden gekriegt. Er hat natürlich auch Irrlichtschaden erhalten. Wir haben den Sieg auf unserer Seite. Ist natürlich jetzt auch um einiges einfacher zu bestreiten, der Kampf, als gegen Cynthia. Obwohl, das Gleiche hatte ich ja sowieso auch bei ihr gedacht. Ihr natürlich speziell offensives Lucario auf einmal ankam. Obwohl, wir wissen eigentlich nicht so genau, ob Lucario überhaupt sehr speziell im Angriff war. Es hat einfach nur spezielle Techniken gegen uns eingesetzt. Das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Typisch. Was war das denn jetzt? Spezialangriffserhöhung. Grill Cheetah. Bleibt eigentlich jetzt die Mumienfähigkeit weiterhin bestehen?
Nein, die Mumienfähigkeit ist jetzt erstmal weg. Hat jetzt wirklich jeder von denen eine Beere? Es sind jetzt auch mal wieder viel zu viele Hypertränke, die ich einsetze. Und wo zum Henker, wieso zum Henker hat er eigentlich jetzt eine Beere eingesetzt, die dessen Spezialangriff verstärkt? Wenn er trotzdem immer noch offensiv angreift. Na, sei's drum. Nach Grill-Cheater, dann gleich mal bitte Veggie-Cheater als nächstes. Oh nein, Flea, ti amo. Ti amo, ti. Leti Amor. Nein, ich bleibe der Sack mit Bisspark doch lieber drinne. Ich werde einfach einmal Knirsch einsetzen. Macht sogar auch wirklich ein bisschen Schaden. Und noch einen Hypertrank bitte einsetzen. Wenn wir auf jeden Fall im nächsten Part die Pokémon-Liga machen, um dann auch wirklich Champ der Pokémon-Liga von Einhalt zu werden. Dann müssen wir uns auf alle Fälle ziemlich gut ranhalten. Besonders auch daher, weil wir nicht gerade sehr viele Items zum Verkauf haben. So, letztes Pokémon, Veggie-Cheeta. Schrecke zurück! Okay, dann eben nicht. Wir haben ja sowieso von Morimoto ziemlich viel Geld jetzt gekriegt. Letzten Endes bin und bleibe ich, aber das habe ich jetzt nicht lesen können. Ich war mal wieder zu langsam. Das bringt mir jetzt schon ins Grübeln. Ich habe zwar verloren, aber ich habe bei dem Kampf auch einiges gelernt. War auf jeden Fall sehr interessant. Können wir morgen gern wiederholen? Ja, können wir morgen wiederholen, wollen wir allerdings nicht. Menschenskinders, Menschenskinders. Ich glaube, ich werde es wagen. Ich glaube wirklich, ich werde es wagen. Es wird eine Herausforderung werden. Aber wir haben jetzt nun wirklich schon allzu viele Parts gehabt, in denen nicht allzu viel Großartiges geschah. Muss man halt so sagen. Viele Parts hatten wir, wo nicht sehr viel geschah, sage ich hier. Und jetzt bräuchten wir vor allem Beleber. Musik.
Okay, 20 Beleber müssen reichen. Gut, dann noch haben wir noch 18 weitere Hypertränke. Ja, und was können wir jetzt noch verkaufen? Einen Donnerstein brauchen wir nicht. Einen Mini-Pilz ebenso wenig. Den Mondstein können wir auch um die Ecke bringen. Ja, das war's. Mehr können wir nicht verkaufen. Tja, das wird jetzt interessant werden. Das wird jetzt wirklich interessant werden. Im nächsten Part wollen wir dann also wagen, die Pokémon-Liga herauszufordern und zu meistern. Wird es klappen? Werden wir scheitern? Werden wir siegen? Ja, das finden wir mal im nächsten Part heraus. Ich will es einfach versuchen. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Zur Pokémon-Liga der Einalregion. Wir werden Champ oder auch nicht. Bis dann und ciao.